Es ist soweit, der Tyrannosaurus Rex zieht in seinem Gehege ein. Bevor wir das machen, werden wir, glaube ich, jetzt erst einmal noch die anderen beiden freilassen. Der Struthio und der Styracosaurus. Ich werde noch ein paar Prozent kommen noch warten. Und dann muss ich auch ein Foto schießen vom T-Rex. Na komm. Der ist auch gleich durch. Kann wieder zu seinen Artgenossen. Noch ein toten Dino. Tatsache, ein Rionto, Krühl, irgendwas. Was ist denn Corythosaurus? Müssen wir den sogar nochmal schnell abtransportieren. Ja, ja, so ist das eben in einem Park. Hat man nie Zeit für die wichtigen Sachen. Man muss sich immer um die scheiß Viecher kümmern. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Gut. Das ist ja nur die Bahn, die angezeigt wird. Dann würde ich sagen. Puh! Arschbacken zusammenkneifen, da kommt der König. Was für ein Monster. Und wir haben ihn genau im Schatten. Sounddesign ist schon mal ziemlich geil. Ah ja, die Königsechse. Der Tyrannosaurus Rex. Liebling der Romanautoren der Jahrhundertwende und der Kinder dieser Welt. Und warum? Weil er für all das steht, was wir an der Vergangenheit fürchten. Das, wovon wir glauben, es erobert zu haben, obwohl es schon nicht mehr existierte, bevor die Menschheit auch nur das Affenstadium erreicht hatte. So war es auch. Bis jetzt. Bis zu Ihnen. Lecker Ziege. Ziege am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Der Tyrannosaurus Rex ist einer der größten Therapoden und frisst große Mengen Fleisch aus jeder verfügbaren Quelle. Tyrannosaurier leben normalerweise alleine und jagen große wie kleine Beutetiere innerhalb eines großen Territoriums. Wir können mit einer großen Anzahl anderer Dinosaurierspezies zusammenleben, was sich allerdings durchaus negativ auf den negativ auf deren Gesundheit auswirken kann. Der T-Rex bevorzugt weite offene Graslandschaften als Territorium. Soziale Gruppe 1, er ist ein Einzelgänger und idealer Bestand 0 bis 15. Okay, wir brauchen was zu futtern, das habe ich nicht vergessen. Ups. Und wir müssen ein bisschen Wald wegmachen. Machen wir dann hier. Macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. Oh nein! Wo ist er hin? Er jagt die Ziege, oder? Nee. Das ist so cool. Wo ist denn der T-Rex hin? Er versteckt sich im Dschungel. Da ist er.
Nee, nee. Die wollen ja jagen, ne? Guck mal da. Eine mutige Ziege. Hm. Was für ein Monster, ey. Okay, wir haben unseren T-Rex. Die Leute dürften da jetzt ihn scharen. Nee, tun sie nicht. Wir haben keinen Bock auf den T-Rex. Ihr Flaschen hier. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet von euch. Dann müssen wir hier jetzt tatsächlich ein Hotel bauen, damit sich das wirklich lohnt. Dass die Leute zum T-Rex gucken gehen. Gut. Wann soll der schon mal ausbrechen? Gut, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Wir werden jetzt hier natürlich erstmal versuchen, weiter. Ja, hier hinten haben wir jede Menge Platz noch. Oh, da haben wir ja jede Menge Platz. So viel Platz. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir sagen, wir werden hier auf jeden Fall mal noch eine Straße bauen. Die hier hoch. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Aufgabe erhalten. Kommt auf die Liste. Lege weitere Aufgabe fest. Zweiter Virus? Muss ich jetzt erstmal um den Virus kümmern. Da ist anscheinend noch irgendwo ein zweiter. Wo ist denn der zweite Virus? Ich kann gerade nicht sehen, wo der zweite Virus ist. Ist der hier? Nope.
Ah, die sind beide da, okay. Aufgabe erhalten. Sieht da irgendwo in der Nähe rum, da ist er. Bestätigt. Wo haben wir denn den toten Dinosaurier? Gott. Da hinten, okay. Da hinten im Gebüsch, es scheint ein Stryko irgendwas zu sein. Ein Stryko ist es. Ein Stryko. Können wir rauslassen und dann ein Studio. Ja. Der Luft. Der Virus scheint nicht eingedämmt zu sein. Oh. Nein, du fährst bitte nicht zurück. Anfrage bestätigt. Bin zur Futterstation unterwegs. Kümmer dich mal um das Gehege hier. Von den anderen noch losschicken. Macht er jetzt? 21, die essen ja gar nichts. Mit denen los. Einverstanden. Kümmere mich um Futterstation. Füge Aufgabe hinzu. Verstanden. So, macht mal hinne, Kinders. Auf. Oh, OBS hat die Verbindung verloren. Das ist ja mal wieder typisch. OBS hat wieder die Verbindung hergestellt. Gut, dann werden wir jetzt mal hier den Weg weiterbauen und schauen, was wir hier noch so Schönes machen können. Bauen wir hier, glaube ich, noch ein Hotel. Deshalb brauchen wir natürlich Strom. Und wenn wir hier, glaube ich, oben noch ein Kraftwerk bauen, ein mittleres.
Geht gar nicht. Die Strom. Müssen wir warten, bis das fertig ist. Boah, eigentlich müssen wir uns auch erstmal um den Virus kümmern. Der geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Der scheiß Virus, ey. Dass sie das nicht eingedämmt bekommen. Kein Problem. Verstanden. Bestätige Aufgabe. Und einen scheiß toten Dinosaurier haben wir auch schon wieder. Ist denn jetzt verreckt? Mann, ich sehe das gerade. Was ist das? Hä? Wieder ein Stryko, der verreckt ist. Ist das immer noch derselbe? Haben sie den dann nicht rausbekommen oder was? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Zweites, der behandelt die. Okay. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Da. Produkt wurde eingesammelt. Bin nur durch Weg verbinden, das reicht nicht, oder was? Ah, so. Hammond hätte mehr Leute wie Sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal. Einige wurden sicher nicht aufgefressen. So, erstmal Ausfallschutz. Verbessert die Sicherheit. Salzkosten sind wurscht. Oh, jetzt muss ich die scheiß Ranger-Teams im Auge behalten. Der behandelt den. Ich habe hinzu. 41 ausgebreitet. Füge Aufgabe hinzu. Füge weitere Aufgabe ausgebreitet. Muss ich den Ranger-Team jetzt tatsächlich, glaube ich, noch ein paar Upgrades verpassen. Treffsicher. Aufgabe erhalten. Meine Fresse, der Virus ist ja sehr hartnäckig. Das gibt's ja gar nicht. Der füllt auf. Dann mal gucken, wie weit der ist. Ich hab mal angefangen aufzufüllen. Einverstanden. Bestätigt. Wir müssen den blöden Virus in den Griff bekommen.
Da ist nämlich schon wieder einer. Lege weitere Aufgabe fest. Meine Güte, ist das ätzend, sage ich euch. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es aber hinbekommen, oder? Nee, der muss da drüben noch. Der hat aufgefüllt. Wir nähern uns übrigens der 5-Sterne-Marke. Weil jetzt soll ich gleich ein paar Geschäfte da hinten bei dem anderen Dingsbums hinsetzen. Guck mal, jetzt macht er sich da auf den Weg. Sicherheitshalber, jetzt gucke ich da mal eben schnell zu. Nicht, dass da demnächst jetzt noch ein dritter irgendwie... sich ansteckt. Gut, jetzt kommt nur noch der. Gut, wir haben es geschafft. Die Vogelgrippe war das. Ach du Scheiße. Gut, beim T-Rex ist alles in Ordnung. Streift hier umher. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt die Bahn weiterbauen. Werden hier mal noch... hier noch was, eine Dingsbums bauen, dass die Leute sich hier direkt baut. Warum? Hier geht's. Aber das würde sich nicht rentieren, da was zu machen. Also hier ist man, dass wir das vielleicht hier machen. Geht nicht, oder? Immer wieder Ärger mit dieser scheiß Bahn. Warum kann ich denn das da nicht ransetzen? Ah! Was ist denn jetzt schon wieder los? Verfluchte Scheiße nochmal. Hin, da soll ich ja irgendein Kraftwerk ausgefallen, oder? Nee. Ach, wir haben gar nicht den Strom dafür. Okay, das ist das Problem. Aber ich kann gar nicht auf eine andere Bahn wechseln, ne? Das geht gar nicht. Doch, das geht. Ich wollte schon sagen, das muss doch gehen hier. Aber was da natürlich fehlt, ist Strom. So, was wollen die Leute denn haben?
Dinosaurier sieht. Einkaufsbewertung. Die wollen mir Einkaufsmöglichkeiten. Ein Souvenirladen. Erstmal wollen wir, glaube ich, ein. Wir werden hier, glaube ich, mal ein Restaurant. Fastfood-Restaurant. Sitzen, dass eine Terra gar nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, glaube ich, das Fastfood-Restaurant. Oder hier. So, was wollen die Gäste noch? Spaß war das, ne? Was die wollten? Spaß. Transport, Einkaufsbewertung. Spaß, genau. Einkaufen und Spaß. Bowlingbahn bringt eine Menge Spaß. Habe ich zwei Bowlingbahnen jetzt gebaut? Oh. Ja, das wollten wir eigentlich nicht. Hier haben wir das Fast Food, hier haben wir das Restaurant. Ganotus Gate. Liebe Gäste, man ist nie zu alt, um bei unseren neuen Spielwarenladen vorbeizuschauen. Sie immer das Richtige.
Ferngesteuerter Dino. Mal ruhig den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen. Nee, Dino ist. Nein, doch keine $80. What the fuck? Dollar. Verdienen wir noch mehr! Noch mehr Geld verdienen wir. Schauen wir mal, wie ist der Stand der Dinge. Die wollen mehr Einkommensmöglichkeiten. Noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Bowlingbahn, Kleiderladen, Spielwarenladen haben wir auch. Ist glaube ich Zeit, dass wir einen Souvenirladen noch bauen. Vielleicht hier hinten. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Bestätigt. Einverstanden. Toter Dinosaurier. Was ist denn hier, Tore, der Strut? Ein Strutio. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Geräte werden hier verkauft. Let's go. Die Touristen wollen noch mehr Einkaufsmöglichkeiten an irgendeiner Stelle und Spaß. Mehr einkaufen und Spaß wollen sie. Dinosaurier kann freigelassen. Mehr einkaufen und Spaß. Beginne Produkttransport. Hier haben wir einen Kleiderladen. Ja. Ein bisschen was einsparen. Geile Spielhalle bauen. Gut, dann lassen wir uns ja noch ein bisschen was offen und dann gehen wir hier in das Gebiet rein, wo wir dann, machen wir da ein paar Fleischfresser noch rein, würde ich sagen.
Ich wollte das eigentlich hier noch machen, aber hat sich gerade so angeboten, dass wir hier noch ein bisschen Hälschen packen für die Touristen. Wir können hier übrigens mal noch einen Weg machen, damit die nicht so weit laufen müssen. Dann können sie nämlich hin und her zwischen den beiden Baden, die einmal nach Osten fährt und einmal nach Westen. Immer noch mehr Einkaufsmöglichkeiten haben. Weiß ja nicht, vielleicht schaffen wir es ja, hier oben nochmal einen Souvenirladen zu bauen irgendwo, denn hier oben ist zwar ein Hotel, aber wir haben hier halt echt keinen Platz mehr für irgendwas. Gut gebaut. Platz. Na, da oben. Denn daran wird es, glaube ich, hapern, dass wir da hinten nicht, oder wir machen hier eins zwischendurch. Ja, wir können das ja mal probieren. Ein Souvenirladen zwischendurch. Ich glaube, das reicht auch hier wieder nicht, ne? Weil das verrasen wird. Schade. Muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das am besten mache. Gut, kommen wir jetzt zu den Fleischhäusern. Was haben wir denn da noch? Können wir mal gucken. Den Tyrannosaurus 6 haben wir hier untergebracht. Wir haben noch den Deinonychus. Dilophosaurus, Velociraptor und der Ceratosaurus. Müsste auch noch irgendwo sein, genau. Die können wir noch unterbringen jeweils. Und dann gucken wir mal, ob tatsächlich noch was übrig bleibt. Würde ja schon gerne hier hinten ein mega großes Gehege machen, damit wir auch noch den Brachiosaurus unterbringen können. Ich glaube, das sollte sogar reichen. Dann müssen wir mal gucken, wie weit können wir denn hier. Das zumindest ist schon mal eingrenze. Wie viel Platz man hier hat. Das ist viel Platz. Das ist jede Menge Platz. Aber hier, entweder machen wir das als riesengroßes Gehege. Da hätte ich ja auch Bock drauf.
Oder wir machen halt einfach viele, zwei, drei kleine Gehege. Drei kleine Gehege müssen wir machen, oder? Drei kleine Gehege. Der Ceratosaurus braucht nicht so viel Platz. Beim Deinonychus müssen wir mal schauen. Ah, es sind vier. So, ich glaube aber, ich werde mal die Folge hier beenden. So sieht's aus. Und dann werde ich mal ganz kurz AFK gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Stream jetzt sogar schon... Nee, ich werde ganz kurz AFK gehen und dann bin ich gleich wieder da.